Am Montagabend besuchte Verkehrsminister Winfried Herrmann Tübingen und ließ sich bei einem kleinen Stadtspaziergang erläutern, welche konkreten Umbaumaßnahmen am Hauptbahnhof vorgenommen werden sollen. Denn im Herbst beginnen die Arbeiten in Tübingen, die nicht nur den ÖPNV, sondern auch das Fahrradfahren in der Stadt deutlich attraktiver machen sollen. Der Umbau des Busbahnhofs in Tübingen ist schon lange geplant. Im Herbst soll der Spatenstich nun die Baumaßnahmen einleiten. Was genau geplant ist, wurde Verkehrsminister Winfried Herrmann von dem Vorsitzenden der Alternativen und Grünen Liste Tübingen, Christoph Joachim, erklärt. Es wird die Fahrradtiefgarage für über 1000 sichere Fahrradplätze erstellt. Es wird eine Fahrradstation erstellt, wo auch Reparaturen möglich sind. Der Autoverkehr wird als Sackgassen reingeführt und wir werden eine kleine Autotiefgarage auch noch erstellen. Insgesamt werden über 2000 Fahrradabstellanlagen am neuen Busbahnhof gebaut. Auch im Südausgang werden Fahrradboxen gebaut. So könne ein sicheres Ankommen und Weiterkommen mit Zug, Bus oder Bahn gewährleistet werden, so Christoph Joachim weiter. Die Angst, dass die geplante Stadtbahn die Innenstadt noch mehr verstopfe, sieht er nicht. Naja, die Stadt wird durch die Stadtbahn eher ruhiger und leerer, weil wir werden deutlich Autoverkehr einsparen können und Busse einsparen können. Das heißt, die Stadtbahn ist einfach ein viel größeres Gefäß, als es Busse können. Deswegen reichen deutlich weniger Stadtbahnen, als heute Busse verkehren. Ein so großes Stadtentwicklungsprojekt könne selbst eine Kommune wie Tübingen nicht alleine stemmen und brauche daher die Mittel von Bund und Land, erklärte Bundestagsabgeordneter der Grünen Chris Kühn. Dass es eine Verkehrswende nicht zum Nulltarif gäbe, sei den Grünen im Land aber durchaus bewusst. Wir fördern Radwegebau, wir fördern den Umbau des Busbahnhofs, wir fördern die Radstation, wir fördern übrigens auch den Schienenverkehr, also mit besseren Anbindungen. Und also ich glaube, wir tun relativ viel für diese Region, was auch richtig ist. Winfried Herrmann freute sich über den baldigen Start der Baumaßnahmen und die damit verbundene Zusammenlegung von Bussen und Bahnen sowie den Ausbau des Fahrradnetzes. Das sehen allerdings nicht alle so. Vertreter der Jungen Union Tübingen demonstrierten mit einem Plakat gegen die grüne Verkehrspolitik. Wir sind der Meinung, dass keine Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in Tübingen benachteiligt werden sollten. Dies ist aber leider der Fall, weil die Grünen zum Teil dafür eintreten, beispielsweise die Radwegbrücke West für Fußgängerinnen und Fußgänger zu sperren. Wir sind dafür, dass man 2 Meter erweitert und das Geld dafür investiert, damit auch Menschen mit Rollatoren, Menschen mit Kinderwägen darüber passieren können. Fußgänger seien schließlich alle, betonten die Mitglieder der Jungen Union. Ob diese Vorschläge noch in die Planungen einbezogen werden, bleibt abzuwarten.